Guten Morgen miteinander. Ich bin leider nicht ganz so ausgeschlafen, weil ich gestern musste Kind hüten. Also dürfen Kind hüten. Das wird ja aufgezeichnet. Ja. Das sind Neffen von meiner Freundin. Und normalerweise läuft das auch immer gut. Sie wollen gamen. Ich finde, wir machen etwas pädagogisch Sinnvolles. Sie wollen wissen, was das ist. Ich erkläre es und sie wollen gamen. Und ich habe mittlerweile einen Kompromiss gefunden, der für mich funktioniert. Wenn sie gamen wollen, dann sagen wir, also gut, hocken wir an, wir gamen. Aber egal welches Spiel wir spielen, ich nehme sie hart auseinander. Sie sind 8 und 12, sie können mir das Wasser nicht reichen. Egal welches Spiel wir spielen, ich besiege sie wirklich. Sie haben keine Chance gegen mich. Und seitdem gamen wir auch nicht mehr so viel. Jetzt wollen sie Film schauen. Jetzt ist das neue Ding Film schauen. Minions ist so ihr Lieblingsfilm. Das sind, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sind so kleine, gelbe, gestörte Viecher. Wirklich mega gestört. Und ich finde, so, man muss nicht jeden Abend die gestörten Viecher schauen. Man kann mal etwas Schönes machen. Und gestern habe ich mich durchgesetzt und wir haben anstatt Minions Gute Nachtgeschichte gemacht. So. Ich habe das alte Buch für ihn geholt. Leder-Einband, Original, Gebrüder Grimm. So Schneewittli habe ich ihnen vorgelesen. Aber haben währenddessen gemerkt, dass in diesem Märchen alle Beteiligten nicht ganz Bacher sind. Ja, also die böse Königin zum Beispiel, was ist der ihr Problem genau? Sie ist eifersüchtig auf eine junge, hübsche Dame und wegen dem verwandelt sie sich in eine alte, schrumpelige Frau und vergiftet sie mit einem Apfel. Dann frage ich mich, warum sie das macht. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du die Zauberkräfte hast, um dich alt und schrumpelig zu machen, wieso machst du dich nicht einfach jung und hübsch? Man geht doch nicht Leute vergiften, geht's noch? Aber nein, sie vergiftet sie, Schneewittli kippt um und dann wird sie in einen Sarg gesteckt, der aus Glas ist, weil die 7 gestörten Zwerge sie nach dem Tod auch noch begutachten wollen, anscheinend. Und als wären die nicht gestört genug, kommt ganz am Schluss der Königssohn, der allergestörteste von der Gruppe, der ganz am Schluss kommt. Der kommt überhaupt nicht vor im Märchen, ganz am Schluss reitet er vorbei, schaut sie an und verliebt sich in eine Leiche. Also, er weiß ja nicht, dass sie nicht tot ist, aber für ihn ist sie tot und er will sie mitnehmen, nimmt sie mit und auf dem Weg geht ihr den Apfel aus dem Hals und ich bin jetzt kein Toxikologe oder so, aber ich bin ziemlich sicher, Vergiftungen funktionieren anders. Man müsste mir den Fabian Unterrecker vielleicht fragen, er weiß besser Bescheid. Und dann wacht sie aber auf, zum Glück würde ich sagen, gerade noch rechtzeitig, weil niemand weiß, was er vorgehabt hat mit ihr, wenn er sie mitnimmt. Und Schneewittli ist auch nicht besser, die ist auch recht gestört, die wacht auf und ist nicht mega schockiert und will heim, sondern sie verliebt sich in den Königssohn, den sie mitgenommen hat. Aber jetzt schauen wir wieder Minions. Danke vielmals. Merci. Schönes Tag, schönes Wochenende, Anna. Danke.